Bevor wir die nächste Challenge starten können, muss ich erstmal eine kleine Vorbereitung vornehmen, denn ich muss mein Gamepad auf den Kopf drehen und damit jetzt das Level Minzmeer Buhuhaus Buhus in Seenot schaffen. So, das wird jetzt auch sehr interessant. Ich muss auch auf den Fernseher schauen und darf nicht auf mein Gamepad gucken, denn ihr könnt euch schon denken, dass sowas später nochmal kommen wird, wo man auch mit Gamepad auf dem Kopf spielt. Warte mal, wo ist denn mein ZR-Knopf? Der ist da hinten. Ja, dass man mit Gamepad auf dem Kopf spielen muss und dann mal auf das Gamepad drauf schauen muss, also dann auch alles auf dem Kopf sieht, aber das ist verdammt. Das ist vielleicht sogar von Vorteil, weil die Steuerung dann nicht so sehr umgestellt ist, sag ich mal. Wenn ich halt jetzt nach links drücke, läuft er nach rechts, und wenn ich nach rechts drücke, läuft er nach links. Und wenn ich halt auf das Gamepad drauf schaue, dann ist es nicht so. Aber es steht halt dafür alles auf dem Kopf. Also, was da jetzt besser ist, weiß ich nicht genau. Und ja, es wird, glaube ich, auch. Jetzt muss ich nach unten drücken, um nach. Oh Gott, das wird jetzt ganz schlimm. Was drücke ich hier? Verdammt. Ich drücke einfach irgendwas. Ja, es wird nicht ganz so einfach hier werden. Aber ich finde solche Challenges eigentlich auch ganz witzig. Weil das Schöne ist halt auch, so eine Challenge kann man in jedem einzelnen Level machen, das man gerade will. Also jedes einzelne Level ist mit diesen Voraussetzungen möglich. Wenn ich euch jetzt sage, ihr dürft keine Münzen einsammeln, das geht zwar in vielen Leveln, aber nicht in allen. Es gibt bestimmt ein paar Level, wo manche Münzen derart im Weg sind, dass man es gar nicht schaffen kann, ohne, oh Gott, ohne eine einzige eingesammelt zu haben. Aber sowas hier mit Gamepad auf dem Kopf spielen, das geht halt wirklich immer. Und deswegen finde ich das so cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich sowas mit dem Gamepad auf dem Kopf spielen immer dann benutzen werde, wenn mir nicht wirklich was einfällt, was Besseres. Also ich versuche ja sonst schon immer so ein bisschen kreativ zu sein bei den Challenges, aber ich muss ehrlich zugeben, oh Gott, in dem Level ist mir nicht wirklich was Besseres eingefallen. Ich habe länger überlegt, ob ich irgendwas mit bestimmten Plattformen mache oder mit Knöpfe drücken oder einen Speedrun oder irgendwas, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehme ich halt sowas hier, weil das geht halt wirklich als Notfall immer, wenn einem nichts einfällt. Und das Schöne ist auch, ich könnte euch gerade völlig verarschen und mit dem Gamepad richtig herumspielen. Aber das würde natürlich an meiner Ehre kratzen und ihr müsstet mich eigentlich so weit kennen, dass ich sowas nicht tue. Also ich halte schon das Gamepad wirklich auf dem Kopf gerade. Und scheiße. Ja, Wandsprung kriege ich auf gar keinen Fall hin, so. Ich muss außenrum gehen. Aber wenn euch etwas Besseres einfällt zu diesem Level, also vielleicht habt ihr ja eine Idee für eine. Was? Achso, ich muss da gar nicht hin, stimmt. Wo muss ich hier nicht. Ah, jetzt muss ich doch einen Wandsprung machen, oder? Ich muss da doch hoch, oder? Oder muss ich da unten rein? Wie mach ich denn einen Wandsprung? Shit. Wartet, wartet. Oh Gott, nein, fuck. Ich muss da rein, stimmt's? Fuck, warum muss ich da wirklich einen Wandsprung machen? Oder ist hier ein Block? Verlangen die Entwickler. Ah, ne, okay, muss ich nicht. Das hat mich jetzt nämlich gewundert, weil sonst wird nämlich eigentlich nie verlangt, dass man einen Wandsprung machen muss in dem Spiel. Der ist eigentlich immer nur als Hilfe da. Okay. Also wie gesagt, wenn euch etwas Besseres einfällt, das könnt ihr natürlich nicht nur hier unter diesem Video machen, sondern eigentlich unter jedem. Wenn euch irgendwie zu dem Level eine andere, eine bessere, eine kreativere Challenge eingefallen ist, dann schreibt das. Aber Dreisprung kriege ich hin, nice. Dann schreibt das immer gerne in die Kommentare, denn mich würde wirklich sehr interessieren, ob euch da auch irgendwie was eingefallen ist. Also wenn ihr schon die Challenges geschafft habt, ihr sie gemacht habt und ihr so hobbylos seid, dass ihr immer noch genügend Zeit habt, um das Spiel hier zu zocken, dann geht einfach auch mal selber in die Level und versucht mal selber Challenges euch auszudenken, die vielleicht anders sind als meine und vielleicht ja sogar auch besser. Und dann in die Kommentare schreiben, was euch so eingefallen ist. Das würde mich auch auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. So, dann geht's als nächstes weiter mit dem. Nicht in den Kampf rein. Ernsthaft, jetzt haben wir hier in einem Challenge-Video einen Kampf. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber okay. Dann mache ich halt kurz den Kampf noch. Einfach so, weil halt. Oder soll ich mich einfach. Oder kann ich hier raus? Ne, kann ich nicht. Ich muss den Kampf machen. Mann, ist das dumm. So, stirb. Jetzt kriege ich halt auch noch ein Item, meinetwegen. Ich wollte nur nachschauen, was das nächste Level ist. Also, es müsste ja eigentlich Level 3 sein, aber ich weiß nicht, ob das das obere oder das untere ist. Ich glaube, das obere, oder? Mal schauen. 3-3, genau. Aber beim nächsten Mal kommen ja eh dann die nächsten drei Challenges, also 3-3, 3-5 und 3-4. Und ich kann wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was haben wir denn da alles? Einmal was eher standardmäßig ist, was aber trotzdem cool ist. Einmal wieder was mit Knöpfe drücken und einmal was ganz anderes, was aber auch nicht so schwierig wird. Also die nächsten drei werden, glaube ich, alle ganz gut machbar. Aber das habe ich bei dem Turm von der Welt auch gedacht und da habe ich dann auch 40 Minuten gebraucht. Also einfach mal dann bis zum nächsten Mal schauen. Also bis dann, Leute. Ciao.